Boris Becker und seine bezaubernde Verlobte Lilian de Carvalho Montero haben am Start ihres dreitägigen Hochzeitsmarathons ordentlich Aufsehen erregt. Mit einem eleganten Boot legten die beiden am Pier in Portofino an und wurden von einer jubelnden Hochzeitsgesellschaft empfangen. RTL ist live vor Ort und wir sind hautnah dabei. Gemeinsam mit seinen Söhnen Noah und Elias schlenderte Boris Becker im Zeitlupentempo durch das malerische Dorf, ließ sich bereitwillig fotografieren und feiern. Lilian bezauberte in einem weißen Satinkleid mit schwarzen Polkadots. Der erste Stopp des Hochzeitsmarsches war ein stilvolles Restaurant, wo ein kleiner Sektempfang für die Gäste auf dem Programm stand. Und das war erst der Anfang. Am Samstag, 14. September, steht die große Hochzeit an. Noah Becker verriet uns vor Ort: "Ich freue mich so sehr für ihn, für die beiden. Für Boris Becker ist es bereits die dritte Ehe nach Barbara Becker und Lilly Becker, mit denen er schon zweimal den Bund fürs Leben einging. Bleibt dran, denn die Feierlichkeiten haben gerade erst begonnen."